das Wissen über den Gegner nimmt einem die Furcht vor ihm. Sollte ich jemals einem todesmutigen Dothal-Krieger gegenüberstehen, werde ich jedenfalls nicht mehr zusammenzucken. Doch die Aufgabe, die uns Magnai gestellt hat, lautete, Informationen zur Siedlung der Dothal zu sammeln. Informationen, die den Oronir im großen Kampf zum Vorteil gereichen könnten. Über Dothal K gibt es aber absolut nichts Ungewöhnliches zu berichten. Wenn wir wenigstens irgendeinen Hinweis hätten, was sie im Schilde führen. Es ist wirklich zum Haare raufen. Ach, was soll's. Ich gehe zu Sado und horche sie ein wenig aus. Wäre doch gelacht, wenn ich nichts aus ihr herauspressen kann. Ich glaube, ich habe den falschen Partner für diese Mission. Die hätten mir lieber Lise mitgeben sollen, aber er will ja... Der Anführer des anderen Stamms will ja, wenn wir versagen, sie als Weib nehmen. Das hat er so gesagt. Hehehe, wusste ich's doch. Eure Herumschnüffelei hat wohl nicht viel gebracht, stimmt's? Die Enttäuschung steht dir ins Gesicht geschrieben. Was? Das kannst du in meinem Gesicht lesen, aber du hast recht. Unsere Ausbeute sieht sehr recht mager aus. Du hast wohl im Voraus dafür gesorgt, dass eure Siedlung nicht zu viel Preis gibt. Oh nein, das habe ich nicht. Was ihr seht, ist alles, was wir haben. List und Täuschung liegen uns fern. Wir verlassen uns einzig auf unsere Stärke im Kampf. Und alles, was es braucht, um uns diese anzueignen, ist Übung und noch mehr Übung. Ihr habt von Anfang an eure Zeit verschwendet. Sagt euren Auftraggebern, dass sie keine Spione schicken, sondern uns von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten sollen. Wenn sie denn Manns genug sind. Ja, das sind sie ja nicht, weil... Ja, ganz schön selbstbewusst. Doch folgen den großen Worten auch große Taten. Aber erklär mir bitte eins. Wie kommt es, dass ihr total nur so wenige seid? Ihr lacht über die Schwäche der Moll, doch zahlenmäßig seid ihr ihnen weit unterlegen. Gerade weil wir den Tod fürchten, gehen wir ihm auch nicht aus dem Weg. Man nennt uns zwar die Bestien des Todes, doch wir bringen nicht nur vielen den Tod, sondern fallen ihm auch selbst zahlreich zum Opfer. Wir kämpfen wortwörtlich bis zum Umfallen. Sind voll die Saiyajins. Unter den Umgefallenen gibt es solche, deren Seele nicht aufgeleuchtet ist, weil sie nicht tapfer genug gekämpft haben. Diese armen Seelen sind für immer verloren. Und ihre Zahl übersteigt manchmal jene der Wiedergeborenen. Nach einer Schlacht mit vielen Verlusten strengen sich die Überlebenden im nächsten Kampf noch mehr an, ihre Seelen zum Leuchten zu bringen und so dem Zerfall des Stammes entgegenzuwirken. Auf diese Weise wechseln sich verlustreiche und geburtenreiche Zeiten ab. Im Moment befinden wir uns in einem Geburtentief. Wir kämpfen daher noch verbissener und mit noch mehr Eifer als sonst. Nicht, weil wir nicht sterben wollen, sondern um zu sterben und wiedergeboren zu werden. Verzeih die Störung, Sadu. Ich habe Gesas Leiche in der Steppe abgelegt. Ich danke dir, Wind und Sand. Wir werden den Rest erledigen. Ruh dich aus. Du musst deine Kräfte für den Kampf schonen. Ihr geht am besten auch nach Hause. Wir sehen uns spätestens beim Nadam wieder. Wenn ihr wirklich vorhabt, daran teilzunehmen, unser Treffen wird dann für euch allerdings weniger angenehm. Wir können euch natürlich auch in unserem Stand aufnehmen, wenn ihr darauf besteht. Ich denke, unsere Zeit zum Aufbruch ist gekommen.
Um eines möchte ich dich jedoch noch bitten. Würdest du mir verraten, wohin Gesas Leiche gebracht wurde? Ich fühle mich durch unsere Begegnung mit ihm verbunden und würde mich gerne von ihm verabschieden. Verabschieden? Von einer seelenlosen Hülle? Verstehe. Oder nein, ich verstehe es nicht, aber bitte sehr, wenn du darauf bestehst. Die Leiche wurde in der Wüste im Westen abgelegt. Vermutlich lockt ihr Geruch eine Menge wilder Tiere an. Also nimm dich besser in Acht. Entschuldige, Musasaki, aber das muss sein. Ich bin gleich wieder zurück. Gleich wieder zurück, so. Oh ja, die Schuhe, die Stiefel gefallen mir. Kann ich die auch eine andere Farbe haben? Nein! So. Ja, komm. Nice. Das sieht gut aus. Mir gefallen die Schuhe, also Stiefel. So, dann wollen wir mal die Leiche suchen. So, da tue ich noch ein paar Reittiere hin. Ach, das. Es gibt fast gar kein. Es gibt fast gar kein Reittier, was nicht fliegen kann. Selbst dieses Gottbu kann fliegen. Warum kann es das? Der Elbstier ist der einzige, der nicht fliegen kann. Selbst dieser Bär kann fliegen! So. Der Drakon kann auch fliegen! Warum? Ja, ich kann es dir leider noch nicht zeigen, aber... Das ist so ein Weihnachtsbär. Ah, zu gut.
Schokobos? Das sind zwei Sitzer. Und das ist ein Viersitzer. So, Favoriten. Momentan sind das meine Favoriten. Ich kann keine Favoriten mehr machen, ne? Nicht der. Ich kann also doch mehr zu Favoriten machen. Behemoth kann fliegen. Ja, genau, ist klar. Ich habe mich schon gewundert, warum ich sowas Fliegendes gesehen habe. Was ich cool gefunden hätte, wenn die Bombersänfte für zwei Personen wäre, weil da passen doch zwei Personen rein. So, ich denke mal, mehr Reittiere brauche ich nicht in dieser Liste. Ich muss aber langsam auch mal meinen Paladin leveln. Da gibt es nämlich auch noch so ein interessantes Reittier, was ich haben will. Das kann bestimmt auch fliegen. Das kann alles fliegen hier in diesem Spiel. Das kam aber mit Patches, dass die fliegen können. Getsch! Eremitenmodus! まこと、そのまま打ち捨てるか。何を慰めるわけでもなく。ここで幾多のドタール族が砂に帰ったわけだな。 彼らの言う魂の巡りはとても全て信じきれぬが、なるほど、かように潔く感じる墓場は初めてにござる。隣、失礼いたす。 最初に話を聞いた時は、またおかしな部族がいたものだと思ったが、真のありようを知れば武士にも通じるものがござる。
拙者たちも主君のためとあらば命さえ投げ打つ。しかしそれは死を好ましく思うからではない。己が死の先に果たせる大義があると信じるがゆえ、幕を引くはここぞと知り心血を燃やし尽くせるは誠命の本懐にござる。 Danke für deine Gesellschaft, Murasaki. Wir sollten Geza jetzt alleine lassen, damit er in den Schoß von Notanatur zurückkehren kann. Lass uns zum Morgenthron zurückkehren und Magnai mitteilen, dass wir unsere Pflicht erfüllt haben. Ich bin sicher, Prinz Hiren und Lise erwarten uns mit nicht weniger großer Ungeduld. In der Zwischenzeit beim Morgenthron. Koko ni ireraretcha, sasuga ni miyugoki ga torenai ne. Mou sukoshi jōhou o atsumetakatta no ni. そうだな。なんだかんだで前回覇者は手強いらしい。あのさ、ヒエ、あなたに聞いてみたかったことがあるんだ。私の故郷には同じアラミ語人なのに解放運動を心よく思ってない人たちがいる。こっちで出会った 海賊衆やドマのみんなだって最初は諦め半分で帝国を受け入れようとしてた。彼らの言い分はわかるよ。だけど私どこかで腹が立って仕方ないんだ。血を流してる人がいる。なのにどうして答えないのかって。 なあ、理性。人というのは存外小賢しくできておるものらしくてな。大志を抱いて歩み出せど困難に遭うとまず後悔し、次は無性に先を不安がって、しまいには夢そのものを否定する。叶えたところで良いことばかりではないはず。もっと利口な選択が他にある。 人の多くがその境地にあろうよ。多かれ少なかれ痛みを経てそこへ至ったのだから、おいそれと責めることはできん。ただ
その悶々とした苦しみを知った者がなお高みを見上げ心を焦がしたならきっと気づく。それはやはり神明をかけるにあたう夢だとな。そっか、そうだったよね。私にも確かに似たよ。命をかけてうつむいてた顔を上げさせてくれた人が。ならば次はそなたが導いてやれ。その腕っぷしでガツンとな。わしとて25年前にドマが占領された時はちょうど母上の腹の中にいた。独立しておったドマなんぞ見たこともない。だが父上や散った者たちの願いだった。そして今もそれを必死につかもうとしている民がいる。しかればその夢わしが目指さずして誰が目指す。あなた意外と似てるのかもしれないね。そうしていろいろ抱えながら進み続けちゃうところがさ。お？わしとそなたがか？違う違う、あなたと。きっと今も頑張ってくれてる私たちの英雄だよ。私も二人に負けないくらい強くなる。目指す未来を絶対に勝ち取るんだ。Für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Lass uns zum Morgenthron zurückkehren. Ob sie sich damit zufrieden geben? Obwohl, ich könnte ja mal hier. Einfach weil ich's kann. Wieso glaube ich sogar, dass das Motorrad von Cloud auch fliegen kann? Ich muss es aber erstmal kaufen. Ich will es haben. Das Bike sieht so geil aus. Fenrir heißt es ja, ne? Und da ich die Collectors habe von dem Shadowbringer Add-on, bekomme ich ja noch mehr Reittiere, glaube ich, dazu. Also zumindest eins. Und ich kann auf Collectors upgraden, die anderen beiden Versionen, die ich noch nicht auf Collectors habe. Also ich glaube nur eine Collectors ist jetzt, oder? Weiß ich nicht. Oder müsste ich nicht? Ich glaube, ich muss alle drei noch zur Collectors upgraden. Oh, das ist mir aber zu teuer. Erstmal. Ah. Wenn ich tauche, bin ich schneller. Falsch.
hinten komme ich erst hoch. Oh Gott. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? So, wir sind da. Alter, wenn ich diese Ausrufzeichen hier überall sehe. Die triggern mich. Das Ding kann bestimmt auch fliegen. Habe ich glaube sogar schon mal gesehen. Komm zurück, dann erzähle mir alles, was eure Augen gesehen und eure Ohren vernommen haben. Scheiße, ich kann die Sequenz nicht abbrechen. Die Dothal haben sich also keinen Strategieplan zurechtgelegt? Das hätte mich auch gewundert. Das heißt, dass sie mit Leidenschaft, aber ohne besondere Taktik kämpfen werden. Allerdings mit einem Krieger weniger. Eine wertvolle Information, wenn man bedenkt, wozu ein einzelner Dothal-Krieger imstande ist. Sadu lässt übrigens ausrichten, dass du selbst vorher sie treten sollst, wenn du Manns genug bist. Das waren ihre Worte, wenn ich mich nicht täusche. Schweig! Nimm diesen Namen nie wieder in der Gegenwart unseres großen Bruders in den Mund. Warum nicht? So sehr hasst ihr eure Feindin, dass ihr es nicht einmal ertragt, ihren Namen zu hören? Das ist eine lange Geschichte. Alles fing mit dem Ende des letzten Nadam an. Magnai, der zu diesem Zeitpunkt bereits unser Stammesführer war, ließ alle Frauen der unterworfenen Stämme versammeln, um diejenige zu finden, die seiner Liebe würdig ist. Kurz gesagt, er veranstaltete eine Brautschau. Doch Sadu, dieses undankbare Biest, bewarf unseren großen Bruder mit den übelsten Schmähungen, statt sich demütig zu unterzuordnen, und setzte zu guter Letzt alle Jurten in Brand. Unser großer Bruder besitzt zwar ein großes Herz, doch selbst der Gutmütigste verliert nach einer solchen Behandlung die Geduld. 3 Tage und 3 Nächte lang prügelten sie sich gegenseitig windelweich, bis beide wimmernd auf den Knien krochen. Schluss jetzt. Noch ein Wort mehr und ich vergesse, dass wir Brüder sind, und sorge eigenhändig dafür, dass kein Pieps mehr aus deiner Kehle kommt. Ich höre mir die Provokation von einem solchen Weib nicht an. Dafür, dass ihr es aber geschafft habt, die Begegnung mit ihr unbeschadet zu überstehen und sie sogar noch auszuhorchen, verdient ihr meinen Respekt. Bringt die beiden Geiseln her. Ihr und eure Freunde seid frei. Ich frag mich, wie man die Sequenzen pausieren kann. Mein Herr, Liese, welche eine Erleichterung, euch beide wohlbehalten zu sehen. Ah, gut. Mit Dreieck. So, ich bin gleich wieder da.